1. Okay, wartet mal, wenn ich... Das... Ich muss probieren. Tag hier! So. Das so mache, steckt er unten fest. Wenn ich es andersrum mache, steckt er dort fest. Wenn ich das so mache, den so. Nein! Boah. Nein! Das war nicht der Plan. Das wäre dann falsch. Oder doch? Nein. Probieren wir es. Tag hier! Nein. Entschuldigung! Tag hier! So. Dann wäre ich. Jetzt hat es zurückgesetzt. Genau. Ah. Aber ein Problem hätte ich dann immer noch nicht gelöst. Gut, ich müsste das wahrscheinlich. Dieses. Müsste ich noch zuerst. Willst du mich verarschen, lieber Herr? So. Akio! So. Das rüber. So. So. Dann. Nein. Oh. Man kann ja die Zeit noch mehr herauszögern, ne? Gut. Shift und Control sollte man. So. Akio. Nein. Betäubung. Akio. Genau. Betäubung. Dann. Tag hier.
Warte mal, wenn ich das... Muss ich jetzt das... Akio! ...durchziehen? Könnte sein. Durchziehen. So. Aha! I Domini Patri et Filii et Spiritus Sancti. Ja, aber wir haben es geschafft. Die Kiste haben wir. Und wir haben den nächsten Raum erreicht. Incendio! Die Pulsung! So, machen wir mal den Einfall. Hä? Ach nee, der ist fix. Akio! Okay. Incendio! Impulso! Nein, das würde dann nicht mehr gehen, ne? Sein, dass es funktioniert, aber ich wüsste es jetzt. Nein. Ah, wir müssen. Akio! Wenn ich den
so rüber mache, bringt mir noch nichts. Das würde immer auf die Ebene. Wenn ich den auf die Ebene mache, dann bin ich hier gefangen. Gepulver! Akio! Ich muss noch mal so überlegen. Gepulver! Das macht auch noch nichts. Kann ich das? Bombarda! Akio! Protego! Akio! Irgendwas hat jetzt getönt. Oha! Geht doch! Wenn ich jetzt... Oh, jetzt muss ich stehen. Akio! Den rüber. Den. Nein! Kann ich dann so... Genau. Das wäre mal das Erste. Jetzt. Okay. Heißt das, wenn ich... Bombarda! Kann jetzt zum Beispiel... Akio! Nein. Bombarda! Akio! Muss ich jetzt mir das... Dann werde ich wieder in der gleichen Falle. Oder warte mal. Akio! Dann so. Bombarda. Gepulver. Akio. Könnte funktionieren, ne? Mist. Ah, wartet mal. Gepulver! Mist. Wenn ich
1 rüber. Zurück, rüberziehen, nach vorne, dann wäre ich zu weit hinten. Wenn ich den auf die Ebene kriege. Fuck. Wartet mal, ich meinte, wenn ich das so mache. Hier. So, dann. Ganz nach drüben. Vielleicht klappt's noch. Nein. Nein. Ah, immer die falsche Taste. Ah, so. Ja, da ging's. So. Und jetzt müssen wir zurücksetzen. Getötet. So. Akio. Könnte das ins Handy. Getötet. Akio. So. Kann das sein, dass Akio. Warte. Wait. Und da. Ah, okay. Ich weiß. Da muss ich auch wieder. Wow, da hatte ich jetzt mehr als Glück. So. Wow. Akio. Ach so. So. Dann noch eins rüber.
Ja, wir haben es geschafft. Brauchte schon ein wenig Köpfchen, das muss man sagen. Aber hat gut getan, wirklich mal so ganz anders zu denken. Das hat... Also ich kann verstehen, wenn so jemand das nicht mag, aber... Okay, versuch mal dort drüben, dann so. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Muss es ästhetisch aussehen? Muss es überhaupt keinen Sinn machen? So unglaublich viele Fragen. Revelio. Heute ist es irgendwo gefühlt ein Stock über uns. Wahrscheinlich ein Hauself. Ja, was machen wir als nächstes? Hausbesuch der Wilderer. So, jetzt eigentlich sind wir auch schon. Poppy, was ist jetzt unsere Konsequenz, als wir den Drachenring ausgehoben haben? So. Dann sprinten wir auch so gleich dorthin, was uns braucht. So. Poppy! Hier bin ich! Ein Glück, dir geht's gut! Jetzt warte ich umsonst, oder wie? Da bist du ja! Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Na und? Wenn es deiner Oma gut geht und sie das Ei nicht haben, ist vielleicht alles halb so wild. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Och nee. Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich glaube, irgendwas sagt mir da was. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen.
Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Hey, Merlin Spart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ja, aber das ich ist Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Das ist sehr gelinde ausgedrückt, Poppy. Sehr gelinde. Nein, falsche Taste. So, im Schatten der Mine. Dann... Weltkarte. Dann gehen wir mal hier hin. Ja, dann machen wir uns noch das Dessert hier. Und dann würde ich mich auch schon verabschieden vom Stream und von der jetzigen Aufnahme. Aber jetzt gönnen wir uns noch zuerst mal eine Quest wieder mit Sebastian. Das haben wir uns verdient. Bevor, wie viel Platz? Ja, da haben wir noch mehr als genügend Platz. Ja, das ist ja... ich hätte einfach I wieder drücken sollen. Machen wir das noch kurzerhand. So. Hallo? Okay. Will nicht einsammeln. So. Sebastian, wo bist du? Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. So. Triptychon. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Ja. Sehen wir dann. Da vorne sind sie. Geh du voran. Was sag ich hier? Dieser macht die Gezügel aus. Nee, nicht ganz. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. Dann schauen wir mal, ob wir da uns an allem vorbeischleichen können. Oder diese Zehen, die ich als Ehe bekomme.